Immer wieder war ja auch eine neue Mobilisierungswelle im Gespräch oder in den Diskussionen. Ist diese jetzt erstmal vom Tisch durch diese Einberufung, die heute wieder 150.000 neue Soldaten bringt? Es kommt ganz darauf an, wie sich dieser Krieg weiter für Russland entwickelt und wie die Ideen und Pläne des russischen Präsidenten sind. Hier wird immer wieder davon gesprochen, dass die Russen versuchen könnten, Charkiw, die zweitgrößte Stadt der Ukraine, einzunehmen. Sie liegt ja unweit der russischen Grenze. Und Charkiw ist tatsächlich eine Herkulesaufgabe und dafür dürften die Truppen, die Russland zur Verfügung hat, augenblicklich nicht reichen. Es scheint auch immer wieder der Befehl im Raum zu stehen, dass Charkiw nicht zerstört werden darf, falls es angegriffen wird. Das heißt, die Stadt müsste eingekesselt werden und dazu bräuchte man wahrscheinlich plus 300.000 Mann. Und wenn das alles kommen sollte, dann wird Russland um eine Mobilmachung wahrscheinlich nicht herumkommen, um eine zweite Mobilmachungswelle, auch wenn das im Augenblick vom Kreml vehement dementiert wird. Christoph Wanner, danke für all diese ganz aktuellen Infos aus Moskau. Wenn ihr mehr News aus unserem Team wollt, dann müsst ihr einmal hier klicken. Wenn ihr auf der Suche seid nach spannenden Dokus, starken Reportagen, dann geht's hier entlang. Und wenn ihr Welt abonnieren wollt, neu entdecken wollt, dann einmal hier klicken.